Hallo YouTube und einen wunderschönen guten Morgen von der Insel Zakynthos. Nach einem wirklich wunderschönen Sonnenaufgang und einem gemütlichen Frühstück auf unserem Balkon starten wir in den ersten Tauchtag. Das Nero Sport Diving Center, mit dem wir unsere Tauchgänge absolvieren werden, ist nur wenige Minuten von unserem Hotel entfernt. Aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie gibt es natürlich auch hier ein Sicherheitskonzept mit Hygienevorschriften und Maskenpflicht. Und bevor man überhaupt seine Tauchflaschen in Empfang nehmen darf, wird zuerst die Körpertemperatur gemessen und dokumentiert. Morning. 2 times 9 o'clock. Danach wird dann der Flascheninhalt sowie das Nitrox-Gemisch geprüft und die Tauchausrüstung samt Sauerstoffflaschen auf motorisierte Transportwagen verladen. Zu den ganzen Abläufen und zur Base gibt es natürlich noch ein separates Video, aber das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Wenn dann alles verladen wurde, gibt es dann noch einen ausgiebigen Morgenspaziergang von der Tauchbase zum Hafen. Ja, und wir sind heute auf der Neraki, eine eigens für Taucher konzipierte motorisierte Tauchplattform, die Peter Mohr, der Besitzer von Nero Sport Diving, selbst konstruiert und gebaut hat. Meine Tauchvideos sind wie immer mit Fischbestimmung und Erklärungen zur Unterwasserwelt und ihren Lebewesen, sofern es etwas Interessantes über sie zu berichten gibt. Unser erster Tauchgang führt uns zum Tauchspot Torbogen und Altarhöhle. Ja, und hier absolvieren wir unseren obligatorischen Shakedive. So, jetzt aber genug der Worte. Genießt das Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.
doch sehr süß anmutende kleine Feuerwurm gehört zur Klasse der Vielbroster und besitzt feine Härchen, die bei Berührung in die Haut eindringen können und abbrechen. Dort verursachen sie sehr starke und brennende Schmerzen, die mitunter tagelang anhalten können. Wie ich immer so schön sage, nur gucken, nicht anfassen. Allen Röhrenwürmern sieht man auch bei dem Kalkröhrenwurm lediglich seinen Tentakelkranz. Der zierliche, sehr zerbrechliche Körper steckt in einer Kalkröhre, in einer Koralle oder dem Sediment. Es sind sogenannte Filtrierer, die sich von Kleinstlebewesen wie Phytoplankton ernähren, was sie mit Hilfe ihres Tentakelkranzes aus dem Wasser filtern. So, meine Freunde, das war's hier von unserem ersten Tauchgang im Ionischen Meer vor der Insel Zakynthos. Das Mittelmeer ist natürlich eine völlig andere Welt wie das Rote Meer oder der Indopazifik.
Hier gibt es halt keine bunten Korallen, aber dafür viele schöne Felsformationen, Canyons, Höhlen. Es hat also seinen ganz eigenen Charme und es war ein wirklich schöner und chilliger Tauchgang. Ja, und die Tauchspots hier haben natürlich auch sehr, sehr urige Namen. Ja, Torbogen und Altarhöhle geht ja jetzt noch. Ja, aber der nächste heißt dann zum Beispiel Dick und Doof. Ja, und das Video dazu seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.